Heute ist wieder ein sonniger und schöner Tag und wir steuern ja langsam Richtung Sommer zu. Das heißt, Tage werden allgemein länger, Sonne scheint öfters, wird auch wärmer und wir Menschen haben ja natürlich auch die Neigung, tut dann natürlich auch gut, dass wir uns in der Sonne zum Beispiel baden, ein Sonnenbad machen, um zum Beispiel auch braun zu werden. Manche werden dann, wenn sie zum Beispiel übertreiben bekommen, sind Sonnenbrand und viele nutzen dann auch zum Beispiel, weil sie Angst vor der Sonne haben, zum Beispiel auch Hautkrebs zu bekommen, nutzen sie zum Beispiel diverse Sonnencremes, manche chemische, manche auch natürliche. Und ich möchte jetzt in dem Video einfach mal so meine Sichtweise dazu euch erklären, was eigentlich Sonnenbrand ist, woher das kommt, wie ich das jetzt zum Beispiel handhabe. Und da ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Das ist wieder so eine Handhabe, die ich mache, weil ich halt gewisse Erfahrungen gemacht habe, gewisse Vorbereitungen auch schon getroffen habe. Und wir hatten natürlich auch, wie im Allgemeinen bei der schleimfreien Heilkost, unterschiedliche Entgiftungsgrade haben. Wie gesagt, ich rede jetzt hier nur von meiner Sichtweise, von meiner Handhabung. Das ist jetzt keine Empfehlung oder ein Must-Have, was alle anderen machen sollen. Um das einfach vorne wegzunehmen, dass da irgendwelche Kommentare kommen, dass man das ja nicht sofort machen kann, dass es gesundheitsschädlich ist oder so. Ich werde hier alles in einem Video ganz genau erklären, warum ich das so mache, welche Vorbereitungen ich dafür auch schon getroffen habe. Ein Sonnenbrand ist schon eine recht unangenehme Sache, schaut einerseits nicht ganz so schön aus und kann auch für mehrere Tage sehr schmerzhaft sein. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum sich die Leute daran auch eincremen, weil es dann auch sehr schmerzhaft sein kann und das auch im Alltag einschränkt. Und natürlich glauben dann auch viele daran, dass sie durch die Sonne zum Beispiel auch Hautkrebs bekommen können. Und den Glauben hatte ich natürlich auch, bevor ich mich mit der Rohkost intensiv beschäftigt habe, beziehungsweise mit der Rohkostreinigung. Die Schuld auf andere Menschen zu schieben, beziehungsweise auf andere Gegenstände, um nicht Verantwortung für unsere Handeln und unser Tun übernehmen zu müssen. Und das Gleiche sehe ich auch bei den Leuten, wenn sie dann über Sonnenbrände beziehungsweise über die Sonne reden, auch die bösen UV-Strahlen und alles Mögliche. Also die Sonne ist nicht dafür verantwortlich, dass wir einen Sonnenbrand bekommen, sondern sie ist nur ein Indikator dafür, wenn man zum Beispiel einen Sonnenbrand bekommt, dass mit unserem Körper etwas nicht stimmt, beziehungsweise da etwas im Ungleichgewicht ist. Also grundsätzlich entsteht ja einfach ein Sonnenbrand, wenn die Haut, die atmet ja, sie nimmt, wenn die Sonnenstrahlen auf, über die Haut, die Poren öffnen sich, dann fängt die Haut dann auch darüber zu entgiften. Die Haut ist eines der größten Entgiftungsorgane. Heißt, die Gifte werden dann auf die Hautoberfläche rausgezogen, zum Beispiel auch durch den Schweiß. Und dann, wenn die Sonne dann draufknallt, dann tun die Gifte andere Verbindungen eingehen, wird dann nochmal zusätzlich gefährlicher und dadurch kommt dann diese Röte und auch dieser stechende Schmerz, weil ich kenne auch viele Freunde, die haben dann mehrere Wochen lang Schmerzen nur durch den Sonnenbrand, das kann auch richtig stark werden. Und das kommt einfach dadurch, dass halt viele einfach übersäuert sind, zum Beispiel durch Kochkost, durch die falsche Lebensweise, durch das falsche Essverhalten. Und das merke ich zum Beispiel auch bei mir selber aufgrund der Rohkostreinigung, also am Anfang, wo ich dann die ersten Jahre, da habe ich recht schnell Sonnenbrände bekommen, halbe Stunde bis eine Stunde. Und die war auch dann über mehrere Tage recht unangenehm. Jetzt ist es, bin ich an einem Punkt, wo ich halt mehrere Stunden auch im Folientunnel zum Beispiel arbeiten kann und dann erst nach 3-4 Stunden zum Beispiel mal einen Sonnenbrand bekomme. Und der geht dann recht schnell auch weg, wenn ich dann zum Beispiel ein basisches Bad am Abend nehme, weil ich ja dann sehr viel geschwitzt habe zum Beispiel. Dass die Haut ein bisschen reiner ist, das mag ich ungern, wenn ich dann ohne Duschen oder ohne das Bad dann irgendwie mich nicht gewaschen habe, irgendwo ins Bett gehe oder so, da fühlt sich einfach die Haut nicht ganz so optimal an. Und nach dem Schlafen ist dann ungefähr 80-90% von diesem Sonnenbrand schon weg, ausgeheilt. Und wie gesagt, ich faste ja sehr viel, mache sehr viel Rohkost, ernähre mich basisch, sage ich mal, weil ich esse sehr basisch und da merke ich einfach bei mir selber jetzt, dass dann je reiner der Körper ist, desto mehr kann er zum Beispiel die Sonne aufnehmen, desto weniger Sonnenbrand bekommt er. Kurze Unterbrechung im Video, gleich geht es weiter. Und zwar freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und aber auch auf die Glocke drücken und auch dieses Video und den Kanal im Allgemeinen teilen, damit einfach der YouTube-Algorithmus zum Beispiel anschlägt, ich mehr Leute erreiche und ich bin einfach auf diese Unterstützung von euch auch angewiesen. Und es ist auch eine Art Wertschätzung für mich, für meine Arbeit, die ja auch hier dahinter steckt. Gerne, wer noch weiterführen möchte, ich habe auch auf meiner Webseite Unterstützungsmöglichkeiten, wie ihr mich jetzt zum Beispiel finanziell unterstützen könnt, damit ich weiterhin für euch
dieses Permakulturprojekt am Laufen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank schon mal dafür und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich weiß natürlich auch selber, dass viele nicht so weit sind oder sich mit der Thematik mit der Rohkost noch nicht so eingelesen habe. Und da geht es natürlich trotzdem eine gewisse Vorsicht auch zu achten, weil, wie gesagt, die ganze Rohkostreinigung ist ein Prozess und es heißt jetzt nicht, dass ihr dann einfach alle so in die Sonne reingehen sollt den ganzen Tag und dann völlig rot rauskommt. Wichtig einfach dabei sind halt folgende Punkte, die ich jetzt auch mitgeben möchte, wie man das halt am besten handhabt. Also grundsätzlich diese ganzen chemischen Sachen, wie ich finde, also diese Sonnencremes oder sowas, würde ich überhaupt nicht empfehlen, drauf zu machen. Das sind chemische Sachen, das nimmt die Haut auf, wird sie zusätzlich vergiftet und das muss in der Haut dann auch umständlich wieder ausscheiden. Und da, das sind eigentlich solche Krebsverursachende oder krebserregende Sachen. Wenn man jetzt genau weiß, was Krebs und Krankheiten sind, dann kann man das vielleicht auch andere Krankheiten mit draufschmieren. Habe ich schon einige Videos dazu gemacht. Aber sowas schadet einfach mehr dem Körper. Und im Allgemeinen sind auch solche natürlichen Sonnencremes. Gibt es ja auch viele verschiedene Stoffe, zum Beispiel Öl oder irgendwie sowas. Habe ich am Anfang auch ein bisschen gemacht, ist mir aber recht unwohl geworden. Und man soll sich halt einfach dessen bewusst sein, dass die Haut auch atmet. Das heißt, ich verklebe damit auch die Poren mit solchen natürlichen Sonnencremes und das finde ich dann nach meiner Ansicht nach auch nicht so optimal oder auch gut. Wie gesagt, die Haut atmet und über die Luft zum Beispiel zu entgiften ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Das nimmt die Haut auch auf, über Feuchtigkeit auch. Und von daher bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von natürlichen Sonnencremes, wenn man jetzt zum Beispiel länger in der Sonne sein muss, weil es halt durch irgendwelche Arbeiten bedingt sind, dann kann man es dann ruhig als Alternative natürlich auch nutzen. Aber das Optimalste ist, dass man auf solche Sachen halt zum Beispiel achtet, dass man halt nur so lange in der Sonne bleibt, bis man halt dann unangenehm zum Beispiel schwitzt. Dann ist es schon ein Zeichen, dass es zu viel ist. Und man vielleicht dann für eine gewisse Zeit in den Schatten gehen soll und das halt dann so ein Wechselspiel dann auch macht. Und ein wichtiger anderer Punkt ist natürlich auch, wenn man einen Sonnenbrand bekommen hat, dann nicht unbedingt gleich panisch werden oder sonst irgendwie den Körper dann nochmal zusätzlich Stress verursachen und auch dieses mit dem Krebs, dieses Programm einfach löschen und sich einfach dessen bewusst sein, was jetzt in dem Körper vor sich geht, was das für ein Anzeichen ist und halt auch stetig daran arbeitet, dass man halt dann mehr Rohkost zum Beispiel bei sich in seinem Essverhalten mit integriert, dass man die schleimfreie Heilkost macht und das einfach alles langsam steigert. Auch mit den Sonnenbaden ist natürlich gut für die Entgiftung, aber auch hier wieder alles langsam steigern. So viel zum Thema Sonne und Sonnenbrand und ich sage es einfach sicherheitshalber nochmal, wir sind alle an einem unterschiedlichen Vergiftungsstadium bzw. Entgiftungsstadium, also unterschiedlich auf den Leitern, auch mit der Rohkost. Und das ist jetzt einfach nur meine Sichtweise. Nehmt euch einfach das häppchenweise raus, was für euch stimmig ist, womit ihr auch momentan auch gerade arbeiten könnt. Und berücksichtigt einfach auch, dass ihr vielleicht eventuell weiter oder weniger weiter als ich seid mit der Rohkostreinigung. Dass ihr einfach auch selbst auf euren Körper hört und ein bisschen rumexperimentiert. Und dass wir dann dadurch, jetzt möchte ich auch damit sicherstellen, dass jetzt nicht irgendwelche Kommentare kommen, kommt ja öfters mal vor, dass ich dann irgendwelche Scheiße laber oder sonst irgendwas, einfach mal selbst ausprobieren, selbst rausprobieren und sich da hineinführen und vielleicht auch mal von diesem Gedanken wegkommen, dass immer das andere böse ist oder uns irgendwie schaden möchte oder sowas, sondern einfach mal schauen, warum ist denn das so? Wo liegt denn die Ursache dafür, dass zum Beispiel wir Menschen dann einfach viele glauben, dass wenn wir zu viel Sonne abbekommen, wir Sonnenbrand bekommen. Ob das jetzt natürlich ist oder nicht, kann man sich mal selbst zum Beispiel fragen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.